So, wieder sehr viel Zeit. Und ich hatte jetzt eigentlich nur Bedenken, dass hier noch ein Jinjo sein könnte. Aber wenn hier ein Jinjo wäre, würde ich den ja hören. Normalerweise. Also verlasse ich diesen ungastlichen Ort wieder. Was ist denn jetzt? Bin ich gerade abgetaucht? Wieso bin ich jetzt unter Wasser? Und hier höre ich... Ach, ich weiß was. Ja, hier ist jemand in Not. Den retten wir jetzt. Und wer da in Not ist, das werden wir gleich sehen. Ich habe jetzt nur keine Lust, zu dem hinzuschwimmen. Oh, ist das schön. Mein Bildschirm ist... Ich muss den Bildschirm echt hell ausstellen. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Also ich sehe nicht mehr, was ich hier mache. Ich springe nur noch blind und mache meine Schnabelattacke. Ich sehe nur noch grüne Matschtexturen. Hey! Ei, ei! Ja, vom Wegen. Ei, ei am Arsch. Ich musste jetzt mal kurz sein. Die Typen regen mich auf, ey. Mit ihrem Ei! Ei! Spasten. Und den haben wir gerettet. Und jetzt ziehen wir den Anker komplett durch seinen Körper durch. Danke, Leute. Hier, das habe ich gefunden. Es gehört euch. Ich glaube, das ist der erste Delfin, der sich freut, dass man einen Anker durch seinen Körper zieht. Na gut, ich will nicht so kleinlich sein. Wir haben ihn auf jeden Fall gerettet. Denn er war gefangen. Er konnte nicht mehr weg. Wobei ich mich auch frage, wenn ich hier so schnell ertrinke in dem Wasser, wie konnte es der Delfin denn so lange da drin aushalten? Das ist ein mutierter Delfin. Vielleicht ist es auch gar kein Delfin. Wer weiß. Könnte auch irgendwas anderes sein. So, hier muss irgendwo eine Leiter sein. Beziehungsweise... Ja, ich gehe erstmal raus. Ich muss auf jeden Fall noch da hinten nochmal hin. Ich war jetzt in dem Haus drin. Aber da geht es ja auch noch weiter. So außerhalb vom Haus. Hier sind Noten. Gut, ich nehme erstmal die Noten mit. Ah, und falle ins Wasser. Genau das hatte ich vor. Oh nein! Na klar, hier gibt es noch Haie. Wir sind ja auch in einem Hafen. Der sogenannte Hafenhai ist hier beheimatet. Eine vom Aussterben bedrohte Tierart. Okay, da war ein Jinjo. Und hier war auf jeden Fall ein Eingang. Ich, Gott, ich sehe den nur gar nicht. Doch, ich habe ihn getroffen. Sehr schön. Und das Wasser war jetzt noch eine total braune, braungrünliche Suppe. Und plötzlich ist es total klar, so als ob es gerade aus einer Bergquelle entsprungen ist. Das ist sehr seltsam. So, was gab es hier? Ach genau, hier gab es die zweite Honigmelone. Also die zweite leere Honig... Ah, ja, jetzt sind wir wieder bei Honigmelone, bei dem Thema. Die zweite leere Honigwabe. Und wir haben ja schon das Flugpad gesehen und genau das werden wir jetzt benutzen. Flieg, Kazooie, flieg. Aber noch nicht so hoch. Scheiße. Ich dachte, ich krieg sie. Ach man, was ist das denn jetzt hier? Also wenn ich da hoch starte, bin ich eigentlich zu niedrig. Aber sofern ich einen Flügelschlag mache, komme ich zu hoch. Ist natürlich doof. Ist natürlich nervig. Also wenn ich einen Flügelschlag mache, komme ich total hoch. Boah. Und wenn ich jetzt drumherum fliege, bin ich wieder zu niedrig, oder wie? Na danke. Affig. So, wo ist jetzt hier die... Ach, da ist der Ausgang. Okay, also wieder raus hier. Ja, ich weiß, ich darf hier nicht schwimmen. Das Wasser ist so dreckig. Wahrscheinlich hole ich mir irgendwelche komischen Krankheiten hier. Kretze und sonst was, wenn ich hier rumschwimme. Das ist alles nur, um meine Schwester zu retten. Das kann ich nie wieder gut machen, ey. Was ich hier auf mich nehme, was ich hier erdulde und erleiden muss. Alles nur für diese Schwester. Warum hat die Hexe nicht den dummen Maulwurf entführt, ey? Bei dem hätte kein Mensch nachgetrauert. Okay, ich glaube, ich gehe lieber normal hier. Das ist mir sicherer. Weil immerhin, die Hexe hätte sich auch die Jugend vom Maulwurf, beziehungsweise die Schönheit vom Maulwurf holen können. Das wäre in ihrem Fall immer noch eine Verbesserung zu dem, was da jetzt aktuell ist. Oh, und runtergefallen, war ja klar. Ich hasse solche dünnen Stege. Na egal, ich habe die Noten bekommen. Hm, das sieht so ein bisschen... Wow, das ist mutagen, oder? Natürlich, und wir fallen erstmal rein. Und wir fallen gleich nochmal rein. Na toll, na super.
Jetzt wechseln wahrscheinlich ein zweiter Kopf, ein dritter Arm und ein sechster C oder so. Klasse. Aber wir kriegen das ja nicht mehr mit, weil bis es so weit ist, vergeht sicherlich noch einiges an Zeit und bis dahin ist das Spiel längst zu Ende. Oh, und nochmal, weil es so schön war. Das war wahrscheinlich jetzt das dritte Nasendorf. Na egal. Wir kriegen es ja nicht mehr mit, weil bis Banjo hier mutiert, da sind wir längst aus dem Spiel raus. Das geht ja nicht von heute auf morgen. TNT. Aber wie muss ich gerade an AC/DC denken? Oh, ich habe ein Ei zu wenig. Egal, er ist tot. Es ist tot. Toll 4. Und das ist doch mal eine schöne Kameraeinstellung. Okay, aber wie jeder toll. Ey, wollt ihr mir das jetzt weiter antun? Dass ich hier nicht sehe, was ich mache? Ach, der ist nur einmal. Hä? Ich dachte mal, da geht's mit allen. Also geht's doch nicht mit allen. Aber was soll's. Also es geht nicht mit allen. Wieder was dazugelernt. Wir gehen erstmal hier lang. Und hier war doch, glaube ich, hier war doch wieder irgendwas Zeit. Was mit Zeit zu tun hatte. Könntest du das. Hey, wird der mich jetzt verarschen? Wird das Ding da rein? Wieso hauten wir das jetzt nicht da rein? Ach so, alles klar, geht nur so. Ja, so guckt man an dieses Puzzleteil daran. Das Dumme ist nur, es ist wieder Zeit begrenzt. 15 Sekunden. Bäh. Ja. Macht mal hin hier. Oh nein, ich hasse. Das ist doch scheiße. Die Kamera. Sofern ich da oben wechselt die Kamera, ey. Alles klar. Ja, danke. Ich hab den auch in die falsche Richtung gedrückt. Ey, wenn die Kamera hier mal mitspielen würde, das wäre so vieles so schön. Also vieles könnte ja so schön sein in diesem Spiel. So, also wenn ich jetzt da hochspringe, dreht sich die Kamera wie um 180 Grad. Jetzt komischerweise nicht. Warum nicht? Mensch! Ey! Jetzt steh auf! Oh, ey, du bist so bekloppt! Boah, das war jetzt ja wirklich finster. Ich dachte, der steht nicht mehr auf. Mann. Und da war noch eine goldene Feder. Gut, die nehme ich gleich mal mit. Oder ich laufe dran vorbei. Das können wir natürlich auch machen. Gut, jetzt muss ich. Was erwartet mich jetzt da? Da erwartet mich wieder die Kamera des Verhängnis. Ah, und die Kiste ist offen. Wobei, wenn die so offensichtlich offen ist, gibt es da bestimmt nichts Wertvolles drin, oder? Oh, doch, es gibt Noten. Ich habe nichts gesagt. Es gibt Noten. Nur Noten? Oh, Mumbo gibt's auch hier. Das sieht schon recht gut aus mit den Noten, muss ich sagen. Also 88 Stück, das gefällt mir. Aber ich höre keine Jinjos. Wie viele Jinjos fehlen eigentlich noch? Zwei Stück? Ich glaube, zwei Stück fehlen noch. Boah, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Schnabelattacke nicht mehr so richtig will. Ecker Bocker. War's das, ja? Alle tot? Scheint so. Da liegt noch eine Honigwarme. Ich guck mich nochmal kurz um. Na okay, hier sehe ich nicht allzu viel. Aber das sieht schon mal gut aus. Ich denke mal, wir haben alles. Sehr seltsame Kiste. Und irgendwie war hier nicht noch was zwischen den Kisten? Nee, da waren Eier. Gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Und hier? Nee, auch nur Eier. Hier ging es auch rein. Guten Tag. Ich bin der Bär von nebenan. Oh, hier gibt's Kisten. Kisten. Geh weg, Kiste. Ja, oder du kannst mich auch in die Luft sprengen und es gibt noch viel mehr Kisten hier. Boah. Interessant. Das waren eine ganze Menge Kisten. Gibt's hier nur das Extra-Leben? Oh Gott. Dafür habe ich mich halb töten lassen. Hätte ich das gewusst? Ah ne, hier gab es auch Münzen. Münzen. Ich meine natürlich Noten. Das ist echt schlimm, wenn man zwei unterschiedliche Jump'n'Runs gleichzeitig spielt. Oh Gott, ich verwechsel ständig alles. Ähm,
Hier ist übelstes Getrappel. Oh nein, nicht wieder Ei, Ei. Oh doch, jede Menge Ei, Ei. Frisst das. Oh, noch mehr Soldaten? Das ist nicht euer Ernst. Halt! Jinjo. Ich habe einen Jinjo gehört. Ah! Okay. Mehr gab's hier nicht? Keine? Noten? Schade. Oh, Video ist schon wieder zu Ende. Ah, bis gleich. Kleiner Schnitt.